Das geht sehr schnell. Aha. Ich bin 1945 Aha. im Bombenhagel Aha. in Nordhausen okay. geboren, okay. im Luftschutzkeller. Okay. Und das waren eben die Russen, die den Nordhausen bombardiert haben, beziehungsweise die Amerikaner wegen der Dora, dem Konzentrationslager, wo sie die V2 gebaut haben, ein paar Kilometer weiter in diesen Kreidebergwerken. Ganz brutal, nazimäßig. Und da bin ich 45 von einer blonden Mutter zur Welt gebracht worden. Und blauäugig Gretchen hieß die, also die absolute Superfrau bei den Nazis, das blonde Gretchen. Deren Kind bin ich geworden. Und dann waren die Amerikaner da und dann kamen die Befreier, nämlich die Russen, und dann sind die abgehauen, rübergemacht in den Westen. Erst in Südharz, weil meine Mutters Bruder da schon mit Obst und Gemüse handelte, gleich nach dem Krieg. Und dann gingen die nach Berlin und der Herr Matz, mein Vater, war Eisen- und Stahlgroßhändler und Schrotthändler, was ich betonen möchte. Und meine Mutter hat immer nur die Buchhaltung gemacht und die Geschäfte geführt. Ach so. Die war auch eine sehr kluge Frau und auch immer geschäftsmäßig. Da muss ich das herhaben von meiner Mutter, dass das irgendwie so ist, wie es ist. Ja, und dann war ich immer West-Berlinerin. Und wurde aber hier aufgewachsen und dann hin und her und ja, was weiß ich. Und dann brach die DDR zusammen, wobei das alte West-Berlin sehr prägend war. Ne? Also, weil es war schon toll, hier zu leben. Das wusste man in dem Moment. Also, wir waren immer glücklich, weil wir kannten ja auch Westdeutschland, Stuttgart und das ist noch München und das bis Hamburg kannten wir auch. So ein paar Städte in Köln, ne? Aber in Berlin war es am schönsten. Ja. Und welche Jahre bist du hier in Berlin, nach Berlin? Na, ich bin also mit 12 Jahren war ich auch in Berlin, da wohnten wir in Zehlendorf. Meine Eltern hatten eine Villa und all, was weiß ich. Und dann war ich ein schlimmes Kind. Ich kam immer auf eine Privatschule, weil ich nicht zu erziehen war eigentlich irgendwie. Und dann haben die mich auf ein Internat gesteckt. Mit auch so einem auch aus der Schule, der auch noch schlimmer war als ich. Und dann haben die mich auf ein Internat gesteckt in die Schweiz, in den Bergen, wo man wirklich 1000 Meter hoch da konnte. Und da wurde man, da kamen lauter so schlimme Kinder hin. War auch nicht billig, glaube ich. Schulgeld 500 DM, 59 bis 63 war ich da. Das war toll, weil Pubertät und Tanzen, die Beatles und man muss den weißen Faltenrock Samstag tanzen. Ein ganz tolles Internat, sehr berühmt. Und man flog sofort drauf, wenn sie dich beim Rauchen erwischt haben oder wenn es hieß, ob du aus Indien kamst, aus Amerika. Da kamen arme und eben wohlbürgerliche, schlimme Kinder hin, wo die Eltern sich leiden, die geben wir mal ins Internat. Mhm. Ja. Ja, aber es war ein totales super Schulsystem, also wirklich großartig alles. Da lernst du von schon früh, was du alles nicht machen darf, brauchst. Oder auch mit dem Sex und der ganzen Erotik, Jungs und Mädchen zusammen. Das wurde regelrecht noch ein bisschen gefördert, diese Erotik da. Dünne Holzwände, weißt du, mit gucken, die zieht sich gerade aus. Die Duschräume unten, vis-à-vis, ein immer ein Gekreische, wenn die, ne? Also das war schon bewusst. Der hat auch die Odenwaldschule damals gegründet, der Paul Geheben. Und es war eine jüdische Frau, die er hatte dann. In dieser Schweizer, in dem Schweizer Internat, das war, hast du mal gehört von der Odenwaldschule? Ja, 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 ja. Ja, genau die hat dieser Paul Geheb gegründet und hat diese, die Tochter von einem ganz berühmten Verleger, die hieß Bruno Kassierer, hieß der Mann, der hatte einen Verlag. Wollt ihr noch was trinken, Elke? Und der musste abhauen vor den Nazis. Ja, gerne. Oh, hallo. Gerne, hi. Und der musste abhauen von den Nazis. Der Paul Geheb, nicht sie, die Tochter Edith, die haben geheilt und dann gingen die in die Schweizer Berge.
Und das ganze Geld, es waren lauter Häuser aus Holz und in den Bergen und Skilaufen war Unterricht und all diese kunstgewerblichen Sachen, Tischlern, Handwerken, all das hast du gemacht. Hast mit einer Französin geschlafen nach den Ferien, dann wieder mit einer Griechin und einer Engländerin. Es war immer, die konnten gar kein Deutsch und Englisch war eine normale Sprache. Also die haben das total ein abgefahrenes Schulsystem. Und da lernte ich auf jeden Fall, dass ich widerspenstig bin. Okay. Und dann wann bist du wieder nach Berlin? Na denn, dann haben meine Eltern sich scheiden lassen. Der Herr Matz ging bankrott. Dann hat auf meine Mutter, der hatte eine Freundin, der ging bankrott. Und meine Mutti, die war so eine neureiche, richtige, sehr bürgerliche Person. Golfclub Wannsee. Richtig, und hier der ganze Zirkus, ein Arzt, ein Doktor. Und ich sollte denn Stewardess oder Mannequin werden, weil ich so groß bin. Das habe ich gehasst, wenn mir nur jemand hinterher geguckt hat. Oder weil ich war so dünn. Och, ich war ja nicht, ich war auf jeden Fall überhaupt nicht drauf, auf mich darzustellen. Weißt du, also um Mannequin, das fand ich hochgradig furchtbar. Weißt du, ich hatte das gar nicht drauf, warum. Ich war eher schüchtern oder zu dünn, knochig. Und so, weißt du, ich war ja nur nicht jetzt. Und da wie ein Junge. Ich schätze, ich sollte ja auch ein Junge, glaube ich, werden. Weiß ich aber nicht. Genau. Na, so Geschichten. Und dann habe ich in West-Berlin gelebt. Hier in diesem West-Berlin gab es ja nur Charlottenburg, bisschen Wilmersdorf, Schöneberg und dann kam Kreuzberg. Der Rest war ja schon ausgestrahltes. Gab ja nichts anderes. Und das war hier ziemlich zentral, hier der Saviniplatz und hier überhaupt nicht. Hier passierte sehr, sehr viel. Auch mit der ganzen, die lebten ja hier alle, die Künstler. Die kamen aus Köln hier hin oder waren in New York. Das war so eine richtige, und da war da die Wahl hier, weil der Zwiebelfisch hatte immer auf. Also bis morgens. Durchgehend. Bis heute. Und wenn die anderen Kneipen hatten dicht oder es kam keiner mehr, dann gingen die ganzen, die Kneipen hatten, haben hier den Tavillon gezockt und nachts waren die hier. In Dreierreihen haben die einfach den Tresen gestanden nachts. Und der Erste, der damals das hier hatte, der machte immer in der Küche, hatte der kochte gerne. Dann hat er vier Fasane gekocht und hat da in der Küche vier, es gab denn acht Stück oder einen für ihn. Das konntest du dir bestellen um Mitternacht und schnappst und die, also es war schon eine heiße Kneipe. Die Paris Bar, die war noch die originale Paris Bar. Das war jetzt nur zu diesem, was machte ich? Ja, und dann, ja, was soll denn das Kind lernen? Und mir fiel auch nichts ein. Also ich konnte immer gut Englisch und Französisch auch einigermaßen. Und was hast du beruflich gelernt? Das ist es ja. Ich wusste erst, ich habe Talent. Ich kann ganz gut zeichnen. Okay. Und weiß auch, was Perspektiven sind. Und das ist West-Berlin, da kannte ich halt die entsprechenden Leute und die entsprechenden, und habe dann Grafik gelernt. Aha. Und Fotografik, nicht Grafik, Werbegrafik. Das war ein Beruf. Ich habe erst durch diesen Beruf viel später gelernt, dass ich gar nicht geeignet für den Beruf bin, weil ich überhaupt keine Geduld habe. Okay. Dieses war so schlimm. Ich habe zum Beispiel andere geschmiert, wenn die meine Semesterarbeit gemacht haben. Ich war wirklich extrem schlimm. Und von denen in meinem Elternhaus konnte ich auch sehr durchtriebene Sachen, weil die auch gegeneinander und so war, dass man diese ganzen Tricks mitkriegte und wenn die sich hassen mit dem Scheidung und dem Horror. Ich habe nie geheiratet deswegen. Okay. Schon alleine aus Vernunftsgründen. Wir werden schon ein paar Mal geschieden. Man hatte schon Liebesaffären und so auf jeden Fall. Ja. Nur aber verlobt sein hat genügt. Naja, gut. Und im Grunde, den Rest kannst du dir so ein paar DVDs angucken, die einen verliebt in eine Baracke ist Wendezeit, mit der Arbeit, mit den Produkten, mit den Fernsehsendern, weißt du? Aha.
das haben wir, habe ich alles immer die Leute bezahlt, dass ich es habe. Mhm. Ich habe das immer so gemacht, ja, dass ich das habe. Wie? Sprechen wir uns über die... Ich habe so einen Durst vom Sprechen. Ja. Mach dir keine Sorgen. Nee, wie gehst du bis die Wendezeit? Du warst hier. Ja, nee, also Wende bis zur... Ach, viel. Ach nee, also ich bin bis zur Wendezeit... Danke. Sporte. Das habe ich vergessen. Und wer sind Sie? Dario. Der Dario. Danke schön. Vielen Dank. Siehst du heute aus? Sieht sie nicht zauberhaft aus? Nee, sie ist auch richtig, sie macht das richtig gut. So, ihren Job auch hat sie richtig gut. Ne? So eine frische, lustvolle, die ich gern habe, ist selten hier. Ja. Ich meine, du warst in West-Berlin gewohnt. Ich habe immer in West-Berlin gewohnt und habe aber auch früh, eine zwischenzeitlich vor West-Berlin, haben wir denn zusammen im Lüchow-Dannenberg was gemietet. So schöne Orte, wo wir dann immer hin konnten. Und ich habe dann immer, gearbeitet? Ja, als Grafikerin, das war ja nun gar nichts. Aber mit der Kunst. Okay. Dann war ich Galerie, also ich kann gut organisieren. Am besten für andere. Okay. Was mir gefällt, wenn ich auf die abfahre. Im Dokumentarfilm habe ich immer alles Mögliche gemacht. Und meine Freundin Katharini, die war ja Regisseurin, richtige, hat auch über. Und die hat effektiv mit mir ihren Abschlussfilm gedreht. Über mich, was ich treibe. Und der hieß den Handel und Wandel. Es geht noch? Ja, den hat die gemacht, 83. 1983. Da habe ich Potter auch kennengelernt, also 83. Ja. Und, oder später, oder nicht, ungefähr so, ja. Und dann hat man, und dann hatte ich aber, weil ich ja auch einen gewissen Lebensstil habe, den ich gerne nur so habe, ich brauche nicht mehr und nicht weniger, aber das muss stimmen. Und ich war auch nie krank oder so, mal was am Zahn oder so. Nee, ach so, ich habe auch keine Mandeln mehr. Also, nee, man kann es auch lustig erzählen. Aber was wolltest du wissen? Ja, ich habe den praktisch sofort angefangen, gestalterische Dinge, Design, dann Warhol und diese ganzen Geschichten und die Grafik, dann haben wir in einer Galerie am Kudamm, Ornasch hieß der Galerie. Da waren alleine zwei meiner Freundinnen beschäftigt. Früher musstest du ja die Adressen noch draufschreiben und dann da vorbereiten und dann machte ich denn da auch mit. Und ich war dann immer auch in dieser Szenerie, wo auch die anderen waren, die so waren wie ich bin. Und eben aber von der Kunst her eher, also nicht musikalisch, sondern Grafik und galeriemäßig. Und ich, da ich ja zeichnen kann, wenn ich will. Okay, so, das ist, das ist war es nie dein mein Leben Beruf bis die, gewesen. Bis die, das ist, das war dein Leben bis die Wendezeit. Ja, und dann habe ich aber... Was ist passiert? Nein, und vor der Wende habe ich, wie gesagt, einen Laden hier um die Ecke gehabt, die eine Haushälfte. Das war auch sehr, sehr schön. Ich hatte dann Wohnungsauflösungen mit Antiquitäten und Nachlässen, wenn Leute starben oder bevor sie starben und in ein Seniorenheim kamen. Dann musste man die Wohnung taxieren. Mhm. Was kostet es räumen und wie lange und diesen ganzes konnte ich alles mit dem Anwalt. Und meine Mutter, die war dann auch geschieden und die leitete ein riesen Seniorenheim also in Langwitz. So. Und dann hatte ich immer richtig manchmal richtig tolle Wohnungen aufzulösen und habe das aber immer andersrum gemacht, weil eigentlich wollte ich nie was. Das ist auch schon mal ein Vorteil. Dass du hast, findest Sachen gut und die haben was. Und, oder wenn es ein toller Stuhl ist oder irgendein Teil, ja. Aber ich hatte immer schon so ein gutes Gefühl für die guten Dinge, ja. Und das ist auch bis heute geblieben. Und ich weiß auch heute ganz genau, was die Leute wollen und nicht wollen. Das weißt du irgendwann mit dem reifen Alter. Aber der Witz ist, ich hatte denn einen Laden und wohnte aber auch dahinter. Okay.
Und mit den Wundern habe ich aber auch dann wieder die Schnauze voll hat von den alten Leuten immer diesen ganzen Scheiß. Und ich war immer auf deren Seite, ich habe denen dann geholfen, das zu verkaufen. Ich musste es nicht mehr kaufen, das ist auch toll. Dann musst du das, das ist eine andere Nummer und die habe ich dann auch gemacht, würde ich bis heute machen, aber nur mit Ostsachen. Das hat sich denn alles andere interessiert mich nicht mehr. Aber wo hast du, jetzt ist Schwester. Ja, der Osten, den gab es ja nicht mehr. Aber wo hast du mit die Ostene Sacke fangen. Na, in dem Moment, wo mein Jugendfreund aus der Schweiz, der auch immer 2-3 Jahre älter war, ein wunderschöner, blaue Augen, schwarze Haare, also hinter dem waren alle hinterher. Aber der war auch auf jeden Fall sehr, sehr, wir waren sehr brüderlich miteinander, sehr erotisch, brüderlich, schwesterlich. Und der hat schon einiges. Also wir mochten uns, da ist die Mauer zusammengekracht, er aus der Schweiz, der hatte einen heißen Job, der hat Fotograf war der hat 600 Franken die Stunde gekriegt. Der hat Atomkraftwerke fotografiert von innen und sein Vater war ein berühmter Grafiker in der Schweiz, der Hauptbahnhof, da war eine Zigarettenreklame, das weiß ich noch. Und der Vater hat dann, die Mutter starb, da war der 19, die war Geigerin. Und dann hat er eine japanische Künstlerin geheiratet, dieser Graf. Und er war das einzige Kind und total schlimm auch. Der hatte der Vater, die haben in der Schweiz immer 2 Autos in der Garage, die machen die Nummernschilder um. Der hatte dann so einen weißen Jaguar. Und also es war schon da. Ich war dann oft in Zürich, weil der ja in Zürich dann lebte. Der rief mich an, Elke, die Mauer ist, finde alle DDR-Plakate. Der hat fürs Plakatmuseum Zürich hat der eine Wand erfunden, ja. Und dann hatte der eine Assistentin, die musste nur für 30 Franken die Stunde auslösen, die Kamera. Und dann war ein Gerät, die alten Plakate, Sprüngli, Lin, Tobler und ernst. Die hat der wurde an diese Wand, die saugte das Plakat an. Und dann brauchte die das nur ranmachen gerade. Und dann hat er gesagt, jetzt. Und dann hat die das ausgelöst. Und der hat mit seiner die Frau auch geschieden, hat 2 Kinder, ist ja unwichtig. Und der mit dem, was willst du haben die Stunde, hat er gefragt. Ich sag, naja, also 20 Franken, ja, das ist gut. Ich sag, du zahlst alles, was ich recherchiere, mach, ja, ist gut. Der Onkel von ihr, die auch Fotografin war, der war nämlich gerade gestorben, wo ich in Zürich war. Wir fuhren ja dann immer mal und hier. Ich hatte alle DDR-Telefonbücher, musste ich finden. Ich habe alles, hat kein Mensch, das gibt es nicht mal in einem Museum, alle auf einmal. Ich habe alle, auch die Branchenbücher, das musst du dir mal vorstellen. Wenn du da in die Hauptpost gegangen bist und hast gefragt, die würdest du, ja, gucken Sie nach, Sie können das rausschreiben. Und ich musste alle Telefonbücher haben, stell dir das mal vor. Und meine Freundin Katharini, die Anarchistin war, die haben wir alle mit einem einzigen Mal hatten wir sie. Okay. Ich hatte einen orangefarbenen VW-Bus, ich habe nur noch den Deckel auf und ich hatte 2 so Stöße, Telefonbücher und dann sind wir abgehauen. Die Hauptpost am Alexanderplatz. Ich wusste, Leute, die ein Telefon hatten im Osten, das musst du dir mal vorstellen. Die Helga Reidemeister hatte einen Dokumentarfilm gemacht, wie zur Zeit wie Wim Wenders Himmel über Berlin, hat die Helga Reidemeister auch einen gemacht. Und die hat bei verschiedenen Leuten gefilmt und richtig mit Aufsicht und wie sie den Dom rest. Das ist, Baba Katharina hat da zum Beispiel Ton gemacht, da mussten die, also ich hatte schon so ein bisschen vor Ost, also Horror. Und die habe ich heute noch, diese Telefonbücher. Ab und zu kannst du im Internet eins kaufen. Aber wir sind mit den Telefonbüchern in die Schweizer Berge, erstmal durch den Gotthard. Und dann 1001 Meter hatte der Onkel, der gestorben war, der hatte erstmal sowieso 50.000 Frankli da liegen. Somit war das unkompliziert, jetzt da mal mit. Und dann brachte der immer einen Stoß 100 damit, Mark, was der deutsche Mark hatte. Motivationsgeld. Also ich musste dann am Tacheles-Gelände, hieß einer Jürgen und Thomas, hießen die. Die mussten sekundäre Rohstoffe erfassen. Da hast du wirklich, bist du mit Kronkorken gekommen, die wurden abgewogen, kriegst du dann 20 Pfennig Bücher, immer schön Knoten rum, Zeitungen, es wurde abgewogen und dann wurden, und die hab ich dann mit dem 100er, jeder kriegt den 100er, ich komme in einer Woche wieder, Fotos und, die hole ich dann wieder ab. Prost.
Naja, gut, ich meine nur, wie das so anfing. Und ich bin natürlich in Begeisterung geraten. Und dann diese Wohn- und die Autos haben mich nie interessiert. Also so. Und dann gingen wir so die Straßen lang, immer noch mit Ostgeld. Du konntest noch, und da bin ich durch ganz Köpenick, die Hauptstraße sind wir, er und ich. Und der trank immer, der ist gestorben an 90 Stäubesand, Dres Müller. Er hat es wirklich an der Lunge. Plus 2 Flaschen Schnaps. Ab und zu haben wir dann schon mal Joint geraucht und dann hat er weniger getrunken wenigstens. Aber der war schon, der hat volle Pulle gelebt. Und dann hat er das alles eingesammelt mit mir. Also ich für ihn die Plakate und ich, dann waren auf jeden Fall dieses Metropa-Geschirr hatten wir da im Kino, hat die Ene Mahide, ist die, hat alles damit eingedicht. Das war Müll, das musste alles weg und ich kriegte einen Schock und bin dann richtig eingestiegen. Wo ist die Zentrale? Dann bin ich da, die schmissen das gerade alles weg. Ich dachte, wie hast du auf diese Sagen gelernt? Weil ich meine, wo hast du von diesen Sagen gelernt? Das ist einfach gute Dinge finden, davon habe ich ja gelebt. Ich bin können Sie sagen, das war gute Dinge, da die... Nein, das mit dem Osten wusste ich, dass die, hör mal, ich habe ja Kunstgeschichte, ich meine, ich konnte auch die Ostkünstler. Okay, Mitropa war Design, das waren ja Designbücher. Okay. Okay. Ich bin sofort an den richtigen Stellen gewesen. Wir sind zu einem der größten Plakatsammler von Ostberlin. Da ist Müller hin. Und dann haben wir, das hat keiner gefilmt oder fotografiert, dann hat die ihre ganze Sammlung, wenn alles was doppelt war, hat die 6.000-7.000 DM von ihm gekriegt. Das ging in die Schweiz. Okay, das waren die richtig. Das war aber sein Ding. Ich bin dann in die Kinos, wo das alles gelagert war. Das waren 2 VW-Busse voll mit Kinoplakaten, immer gebündelt. Die mussten die einzeln, wenn da eins wieder, die mussten die immer zurückschicken aus den Kinos. Und ich hatte durch die Telefonbücher, habe ich in den Schweizer Bergen. 1000 Meter hoch, wo der Appenzell da, der Käse herkommt, musste ich die Telefonbücher durchsetzen auf dem Balkon. So eine dicken Mauern. Wahnsinnig, also diese oben. Und dann war diese Schlucht unten, wo es denn nach Italien ging oder noch also irgendwie so. Das war schon geil. Und jetzt kommt, der Onkel hat Wein gesammelt. Rotweine. Und überall lagen die rum und überall schon, weil der ganz pingelig war, wann die getrunken werden mussten, dran stehen. Weil der wollte die nicht nur sammeln, der trank die. Der ist auch alt geworden. Du, die wohnten am Zürichberg und das gehörte der Freundin von Müller. Also ich weiß, ich hatte da schon also immer auch die schönsten Orte. Und da haben wir dieses Telefonbuch durchgearbeitet. Ich habe das heute, habe ich noch die mit dem Post-it drin, die gelben. Das ragt da raus, ja. Wo wir nach... Und das musste ich dann in Zürich, ja. Als wir wieder in Zürich, da waren wir ja nur eine Woche, musste ich dann mit der Ehen, die er kannte, den Nachbarn, die wurden alle gut bezahlt, der das in die Computer diktieren. Alle Kinos, das, alle, was weiß ich, Fabriken und was ihnen so speziell, überall Post-it rein, das kam alles in Listen und das hat die gemacht. Und dann bin ich wieder nach Berlin gefahren und ging mit denen, und dann bin ich da in die Einrichtung. Also Mitropa, da bin ich in die Zentrale und dann fanden die mich toll und sofort kriegte ich einen Wisch, was ich alles darf und dann ging's los. Und dann hat meine Mutter mir, das ist das letzte Mal das Auto, aber nie wieder. Dann hat die mir einen ganz wunderschönen gebrauchten durch ihren neuen Freund, also Lebensgefährten, weil aus Heilbronn von Mercedes kriegte ich einen weißen Sprinter. Der hat immerhin 24.000 DM noch gekostet. Und das war also auch, ich habe danach, glaube ich, hab ich doch noch mal so einen doofen Bus gehabt. Dann hatte ich aber 6 Jahre keinen Führerschein, leider. Dann mussten immer andere die fahren. Aber die mussten mich aber fahren mit meiner Arbeit. Ich musste dann gefahren werden. Ich behielt ja das Auto. Aber ich will nur sagen, ich bin unheimlich auf Märkte gegangen, immer mit meinen Zeugs.
ich habe ein Geld verdient, da wird einem schlecht. Das ist jetzt natürlich ganz anders, weil es ist auch fast alle. Ich habe ja wirklich alles ausgeräumt. Ich habe ja nicht nur ein bisschen mitgenommen, ich habe das immer alles besenrein fast gemacht. Lagerräume immer gehabt, schöne, große Preiswerte. Musste ich wieder umgezogen, dann brachen die ein. Aber ich habe eigentlich immer gut gehabt, auch nichts abgebrannt oder so. Und wann hast du die Intershop fangen an? 1900. Ich habe ja dann mit Jürgen Hartwig oder der mit mir, das war ja auch genial, einen Verein zur Dokumentation der DDR-Alltagskultur gegründet. Den habe ich gegründet, Prost. Und das haben wir 20 Jahre gemacht. Jürgen hat auch für die Zeitung Der Abend geschrieben. Jürgens Vater war der Sohn des Kameramanns von Eduard von Schnitzler. Okay. Diesen einen. Mhm. Und die wohnten alle in Eichwalde. Und Jürgens Vater war grundsätzlich bei der bei Deutschen Fernsehfunk Kameramann. Unabhängig von dem Schnitzler-Geschichte. Dass der immer, wenn der den Schwarzen war, das Jürgens Vater. Und Jürgen ist abgehauen, 10 Jahre bevor die DDR, und ist erwischt worden, 2 Jahre im Knast. Mhm. Kartoffeln geschält, 2 Jahre lang, weil er in die Küche wollte. Dann haben sie ihn zurückverkauft oder freigekauft. Oder das habe ich vergessen, wie das war. Und dann ist er nach West-Berlin gekommen und hat nur noch gearbeitet und hat zu DDR-Zeiten schon Briefmarken gesammelt. Ah, okay. Wegen der fernen Länder. Nicht wegen der Werte oder so. Und der hat dann mit mir, der hat mich auf dem Flohmarkt kennengelernt und kaufte von allem, was ich hatte, eins. Und das machte der überall, in jedem Laden, von jeder Konserve, die es gab, eins. Jede Schnapsflasche, immer voll erst, jede Konservendose auf Flohmärkten kaufte der alles, Schachteln, alles zusammen. Und dann haben wir eine Ausstellung gemacht bei mir in der Halle, da hatte ich schon diese Raumerweiterungshalle. Von VEB zur GmbH, immer das Ostprodukt, die alten Schachteln. Und dann, was es wieder gibt. Es hat ja 5 Jahre, glaube ich, das Selbstbewusstsein. Wo ist denn unser Mehl? Und dann hattest du natürlich aus irgendeinem Haushalt ein altes Mehl, überall war was übrig geblieben. Dann hatten wir das alte Mehl und das danach. Und dann waren die Fernseher manchmal 2 Stück bei der Eröffnung bei mir im Laden. Wahnsinn! Ich drehte immer fast durch abends, wenn das im Fernsehen lief. Kannst du dir ja vorstellen. Naja, gut. So kam das alles. Und dann habe ich denn diese Hallen gehabt, diese beiden, weil ich Zwischennutzung. Und zwischendurch habe ich immer andere Jobs gemacht. Okay. So, wo ich denn mal so ein Sümmchen hatte. Oder Dokumente in Kassel, 100 Tage, hatte ich einen tollen Job. Also 3 Jobs auf einmal. Da habe ich dann immer ganz gut verdient. Dann habe ich mich immer wieder erholt und habe immer Markt gemacht. Mhm. Märkte. Selbst, ne? Designmärkte, ja, immer selbstständig. Und das hält dich wunderbar über Wasser. Mhm. Bloß das war natürlich gewerblich, denn mit dem Laden und der Halle, das war denn ernst. Aber Märkte habe ich trotzdem manchmal gemacht. Ja, das zu diesem Werdegang. Und ansonsten, was ist draus geworden? Ich hatte schon früher damit aufhören sollen mit dem Laden, weil der war dann am Schluss, verstehst du, der kostete sich denn schon im Monat ein Tausender ohne Nebenkosten. Dann vergeht ja in der Danica die Lust. Weil die kam nur, weil ich in diesen ganzen Reiseführern drin stand. Jetzt zum Beispiel ist eine gute Zeit, wo viele kamen aus Leipzig und dann freuten die sich. Aber es ging mir auch langsam bis hier. Alle er fing an, mir ihre Geschichten zu erzählen und Erinnerungswert. Und das war's. Dann hatte ich ja in den Vitrinen immer Ausstellungsgeschichten. Das wollten die grundsätzlich immer kaufen. Und dann was, überhaupt, mich hat ja interessiert, was passiert eigentlich in der Geschichte selbst. Ich habe ja die anderen beobachtet, die mit den Sammlungen. Und dass ich das eingesammelt habe, da konnte ich gar nicht mehr umhin. Die Leute brachten mir Sachen auf Flohmärkten, dann habe ich das zusammengekauft. Ne? Ja. Aber denkst du nicht, was du gesammelt hast,
ist für die andere Leute. Nee, das will ich ja nicht haben. Ich weiß, dass wenn das, also ich kenne mich ja mit Sammlungen von anderen auch aus. Nee, nee, was ich meine ist die Erinnerung, die Leute, nee, die... mich kotzt an. Ja, ich weiß. Verstehst du, ich bin jetzt seit drei, ich sag das jetzt liebevoll, es reicht mir. Ich gehe ja jetzt immer jeden zweiten Sonntag auf den Markt, ich weiß nicht welchen, aber das ist, damit könnten, da kommen wirklich die hin und finden mich wieder und sind froh und tralala, aber das ist ja auch, weil ich so viel habe, das muss ja jetzt unter die Leute, allein die Requisiten, die ich nicht verkauft habe früher, weil ich brauchte ja Anschauungsmaterial. Mhm. Und das ist ja, habe ich ja jetzt, die Sammlung hat damit nichts zu tun, die Requisiten waren ja im Grunde Beilagen, mhm. Vitrinen und da bin ich jetzt dran, das muss ich alles, ich will am Jahresende irgendwie sagen, so, jetzt ist die Geschichte erst und die Sammlung ist weg. Verstehst du, wenn die Sammlung weg ist, und es sind ja schon ein paar, ich habe nie erzählt, ich verkaufe was oder so, weil ich war noch gar nicht, das ist, weißt du, was das ist, was das bedeutet, wenn du ordentlich eine Sammlung aufarbeitest, das ist für mich, da habe ich gar keine Geduld für. Ja, ich verstehe. Und das ist auch nicht weiter schlimm. Ich mache jetzt ein paar Leute scharf drauf. Ich weiß keinen Preis. Ich will nur, wenn ich müsste, einen Preis müsste, weil ich möchte mit einem, brauche auch nicht nur mit einem richtig guten Reisemobil, wo man von außen nicht sieht, dass innen ein Reisemobil ist. Also nicht so ein Horrorteil, wo man sich schämt, wenn man schon davor steht. Können wir vielleicht die da gehen, weil sie sind ein bisschen lauter als uns. Ja, mach doch. Tut mir leid. Naja, ich weiß ja gar nicht, was du noch alles wissen willst. Nein, die sind, ja, das ist okay. Wir waren alleine jetzt nicht. Nee, mehr. Mach es ruhig ein bisschen weiter weg, das ist mir nicht. Nee, mir fliegt öfter was runter. Ist okay. Okay. Jetzt ist es besser. Ja, mach ruhig, du musst es ja auch hinterher hören. Du, wenn ich dir zu viel rede, musst du mir das sagen. Nee, ist okay. Ich bin halt ausführlich dann, weil. Ich interessiere mich schon für deine Geschichte. Ja, ja. Das ist naja, so. Aber so, das war eigentlich diese Reihenfolge. Ne? Und erlebt habe ich eigentlich immer, ich bin eigentlich auch Marktfrau. Ich blicke da durch, wie das funktioniert mit den Märkten. Und bin natürlich auch viel so auf bestimmten und in Kassel, auf die Documenta 100 Tage. Nur mit ich habe ja auch ganz viele tolle Plakate, politische. Ja, die meisten, also sehr, wirklich was, wirklich, wo ich dann auch die Plakatkünstler, wo die richtig gut sind, weißt du, und die sind dann auch schon richtig wertvoll. Und eigentlich sammle ich längst, habe ich immer nur Sammler gesammelt, weil ich ja gar keine Sammlerin bin, sondern eine Finderin. Aber du hast eine Sammlung, dass du verkaufst? Und ich will sie verkaufen. Aber du hast auch eine Sammlung, das ist deine. Nee, das ist ja meine. Die ich verkaufen will, die ist komplett mit dem, was ich eingesammelt habe. Ich habe aber auch Leute gesammelt, die auch Sammlungen haben und Metropa. Also ich habe richtig noch diese Kreuz- und Quersachen auch. Und die kenne ich auch. Und die sind auch toll. Da sind interessante dabei. Okay. Ja. Aber ich bin eigentlich nur eine Finderin, die natürlich zu einer Sammlung kommt. Ja, klar. Und bin dann auch detailliert, also so, dass das, also erfreue mich denn, wenn ich denn irgendwie so bestimmte Sachen finde. Jetzt gucke ich gar nicht mehr danach. Ja, klar. Aber dann kommen die Elke, guck mal, was soll ich denn, und dann im Internet musst du gucken, sammeln und seltenes DDR-Metropa. Die Metropa, das ganze Geschirr heißt schon Metropa-Geschirr oder Metropa-Design. Ja, absurd, weil das ist formrationell stapelbar. Die Designerin, die Frau Jani, ist jetzt auch gestorben, die das mal gemacht hat. Und ich beobachte das ja, was die Leute da reinstellen. Und Wahnsinn! Und ich habe keine Lust, das zu machen selber, meine Zeit davon überbringen. Und da habe ich auch eine, Ilona heißt sie, die ist so grundsätzlich und auch immer sehr viel krank, also weil sie wirklich viele schlimme Krankheiten, die bringt mich manchmal die ist nicht die Richtige für, die ist toll auf dem Markt und verkaufen, das ist wunderbar, da kann ich jetzt schon weggehen und die ist froh, wenn ich weg bin und ich mache dann was anderes Interessantes, ja. Dafür ist sie richtig gut, aber sowas reinstellen, da ist die derartig gründlich und überflüssig.
Das erregt, nee, da muss ich noch einen Weg finden. Also ich bin jetzt dabei, dass ich es selber mache. Aber es ist so viel Verschiedenes. Kann ich dir fragen, was war und was ist deine Idee von der DDR? Dass ich froh bin, dass es vorbei ist, dass ich die Ossis, die Ostler oder die Menschen aus dem Osten, die ich kenne, sind wunderbar. Die ich nicht kenne, die kenne ich nicht, aber ich kenne eigentlich nur von damals, nach der Wende, wie die waren. Da habe ich die ja dann so direkt kennengelernt und auch dieses sich helfen und so, das ist ja auch alles weg in der Zwischenzeit. Aber die waren immer sehr hilfreich und liebenswürdig und haben habe auch wirklich ein paar tolle Freunde behalten. Ne? Und wenn ich so welche kennenlerne, ich finde die immer auch merkt, lernst du die ja kennen, weil ich habe ja nur Ostprodukte an meinem Stand. Also es gibt noch einen, der ist auch ein ganz interessanter. Stefan heißt der, der hat auch ganz andere Sachen als ich. Ja. Der erzählt mir ununterbrochen, wo er was her hatte. Jetzt hat er sich schon ein bisschen abgewöhnt. Der geht morgens dann immer über die Märkte und kauft. Und dann kommt der an, stolz, guck mal, und hier und da. Das mache ich alles nicht. Ich will nichts haben. Ich will nichts haben. Und was war die Vereinigung? War für dich eine gute Chance? Das habe ich nicht so gesehen. Ich fand es nur spannend. Chance, da denkst du, was für eine Chance. Na, wie geht's dir? Ja, heute geht's ganz gut. Mhm. Und selbst? Auch heute ganz gut. Auch das freut mich ja. Und gehst du nach Hause jetzt? Nee, ich gehe jetzt einen Kaffee hier drin. Mach das. Naja, hier sind natürlich viele, die rechts, links, oben und unten auch wohnen. Vis-à-vis. Links von dir, über einem. Und das ist schon irgendwie gut. Es gibt es ja überall in allen Städten irgendwelche Plätze, ne? Zu dieser Zeit gibt es schon so ähnliche Dinge, wo die Leute auf so einem Kiez wohnen und sich treffen. Und deine Lieblingsgaststätte haben, eine von den vielen, wo du dich denn triffst. Der Zwiebelfisch ist eh immer schon was anderes und Besonderes gewesen. Ne, ist einfach so. Das ist auch the best bar of the world, hat mal einer gesagt, angeblich. Nee, frag ruhig weiter, mir fällt ja nichts mehr ein. Ich habe dir alles gesagt. Nee, ich habe noch keine Frage. Ja, gerne, kannst auch noch. Siehst du, ich komme gar nicht zum Trinken, musst du dann auch immerhin. Da ist gut. Das ist nee, okay. Keine Sorge. Nee, du hast das ja auch schon auf jeden Fall, du hast gesammelt und dann richtig verkauft. Ja, aber nur. Warte, okay. Eine Frage und dann. Ja, bitteschön, natürlich. Du hast gesammelt und verkauft die ganze Design und Sagen von die Ossi. Ja, dann nur gibt, die guten Dinge, die sie gemacht haben. Und dann sie sind auf jeden Fall Leute, dass sie sagen, ja. Sie kommt aus Westen. Ja, das waren die. Ja, dann habe ich gesagt, ja, das ist wohl wahr. Ich war immer schon aus West-Berlin, aber ich bin in Nordhausen geboren, im Harz. Ja? Und ich bin richtig aus Thüringen bin ich. Ich bin eine aus Thüringen. So, das auf jeden Fall du. Das konnte. Nee, da war natürlich. Haben die, aber dann, als sie mich kennengelernt haben, fanden die das schon gut. Kommt ja dann auch immer aufs Motiv an oder wie du denn bist. Ja, oder wie du das machst. Aber sie waren Leute, die angepisst waren, weil du. Ich habe denen immer irgendwie geholfen. Oder wenn die, ich habe denen auch nie, wenn die irgendwas zu verkaufen hatten, so schlecht gemacht wie manche. Oder ich habe denen immer eher geholfen, wie sie das richtig machen. Ja? Weil das ist ja eben mein Motiv. Mhm. Ja, oder egal in welcher Branche bist, dass du, wenn du zuarbeitest oder wo einsteigst und sagst, ich mache den Job, ich will das, ich mache es gut und ich bin sowieso gut, weil ich das, was ich mache, auch kann. Mhm. Verstehst du, wenn ich nicht das nicht mache, höre ich nur zu und bin neugierig und will es wissen. Das sind ja nur die beiden Möglichkeiten, oder? Ja. Und so habe ich das auch. Und es war immer einfach im Markthandel und
Geld wie Heu, weißt du? Es ist alle trocken. Nee, da hat die eine, der erste Film hieß Handel und Wandel und der zweite, richtig ernsthafte, auch zusammengeschnittene, den ich dir mitgebe, der ist dann, der heißt eben Verliebt in eine Baracke. Diese Raumerweiterungshallen, diese Container, die zog man aus wie ein Teleskop, das System. Also der Hauptcontainer, Aluminium, Stahl und Pappe, 70er Jahre Charme, also für so. Und dann war die, wie ein Teleskop, zogst es du denn... Es gibt noch eins von dieser in RAW-Gelände. Das sind drei, die da stehen, also drei Stück. Ja, wie? Die standen im Kulturpark und waren zusammengeschoben im Gebüsch. Okay. Er hat bezahlt 8.000 Euro für den Transport. Aha. Der kostet 350 Euro die Stunde, wenn du den bewegst. Naja, ich musste ja, meine beiden wurden ja auch abgeholt und zusammengeschoben. Und naja, ist ja eine andere Nummer. Die drei hat er jedenfalls daher und ich habe ihm sehr geholfen, weil ich hatte die Statik. Ich bin zu ihm hin, zu dem Sohn des Herstellers. Wir haben den nach Berlin eingeladen. Der hat in meiner Halle, hat Hans Martin, der auch Kameramann ist, der hat in der DDR zum Beispiel alleine schon den Kindern Fotografieren beigebracht. Der ist richtig auch mein Freund gewesen bis heute. Und Hans-Martin Seftsch heißt der. Und der ist toll. Der ist ein, und der habe ich kennengelernt, der sagte nie was. Der hat nie gesagt, du musstest dir immer alles aus der Nase ziehen. Und dann wollte der mir immer Sachen verkaufen und sagte aber nichts. Der hat auch so Sachen eingesammelt und hat die fotografiert denn. Und der hat in den 80er Jahren, wo der in der DDR lebte, hat er ganz was Tolles gemacht. Der hat die Schaufenster fotografiert. 1. Mai. Und da ist auch in diesem Buch Schönes DDR-Design, hat er die Seife, wie die da liegt, in den Schaufenstern. Seine Bilder hängen heute, sind signiert. Der macht keine Postkarten davon. Die kannst du hängen im Museum. Und, aber richtig, im Peibau hängen die. Also, meine, das sieht aber attraktiv aus, wie du fotografierst. Ja. Das ist so mit dem Zwiebelfisch. Das ist ja, das würde Hartmut sich freuen. Das musst du ja, mir, das mir schenken wir ihm denn. Aber ja, ich muss auch gut aussehen. Ja, mir gefallen mir nicht. Wir sprechen über ja, ja. Ja, du machst ja auch genug Auswahl. Was kann ich denn so bleiben? Hartmut? Ja, alles gut. Super. Ich finde das cool, die Verbindung zwischen dir und dieser. Ja, das ist ja auch, gehört mir ja die Kneipe. Nur, nee, das ist meine Kneipe und das Schöne ist, sie gehört mir nicht. Ja. Habe ich schon oft gesagt, da lachen immer alle, aber es ist so. Und stimmt, wir haben ja beide Narrenfreiheit, er und ich. Aber wir brauchen das gar nicht ausspielen. Und wie, wer sind die Leute, die diese Sammlung aus Ostdeutschland verkaufen? Was naja, diese Leute, die Sammlungen haben. Hm. Zum Beispiel gibt es ernsthafte Männer, es sind alles meistens Männer, die sind Freunde der Metropa, des Reisens und Speisens. Das waren ja Schlaf- und Speisewaren. Die hatten ja in jedem Bahnhof, kleineren Bahnhof, wo der Zug hielt, war eine HO-Gaststätte, aber meistens Metropa-Gaststätten. Und in den Fernzügen war immer ein Schlaf- und Speisewagen dran. Und gegründet wurden die 1916 als Aktiengesellschaft. So, und dann war das richtig vom. Ich habe zum Beispiel Besteck von der Metropa Silber, du Hummergabeln und so aus der Zeit vorm Krieg. Das habe ich getrödelt. Das hast du bei der Metropa nicht mehr gefunden. Das ist dann irgendwo auf Märkten-Ecke, willst du das kaufen? Also ich habe auch einiges zusammengekauft. Ne? Aber auch eine ganze Eberswalde. Da durfte ich. Da war alles noch da, der ganze Dachboden voll. Okay. Wow. Ja, das konnte ich mir alles nehmen. Oder ich kam nach Jena zum Hauptbahnhof. Alles schon auf dieser Müllkippe. Die Kisten, die immer die 42 Suppentassen, immer mit dem Spaten reingehauen haben, damit es nur kaputt, der goldene Westen und so, ja.
Ja, das habe ich natürlich auch erlebt. Ich habe ja, Sie werden sich wundern, das wird nochmal gesammelt. Ich habe es immer andersrum gesehen. Ich sagte nicht, Sie haben hier Scheiße. Weg, der kann weg und ich hole mir das ab und so. Nee, nee. Ich habe den Leuten gleich gesagt, oh, das kann man doch nicht weg. Und ich wusste, Frau Jani, erstes industriegestaltetes Porzellan in Kolditz, ja. Und dann haben wir die Porzellanfabriken besichtigt. Ich kannte da einen, der fuhr immer in die, hatte keinen Führerschein. Und dann hatte ich aber das Auto, dann hat er mich bezahlt und das Benzin und die Übernachtung, immer in diesen Ostkasten. Aber der war auch aus dem Osten. Dann fuhr der in die Porzellanfabriken, wo sie die kleinen Lenins machten und Stalin, Stalin gab es ja nicht mehr. Also kleine Markt oder Gartenzwerge, pornografische Gartenzwerge, der guckte durch den Lein und hatte die Hose runtergelassen. Aber schon ein Westpolizist, grün-gelb, haben die nach der Wende gesagt, das ist frauenfeindlich. Da war ich albern, ich hätte ein paar kaufen sollen. Aber der hat so, da habe ich den rumgefahren und war bei ihm dabei. Der war auch aus dem Osten und auch ein Irrer auch. Mein Gott, und der hatte nur Porzellan. Und dann haben wir in diesem, das war spannend, da oder auch in Kala Porzellan, die haben denn dieses Zwiebelmuster auch aufgelegt, nicht nur in Meißen. Und da hatten die zweite Wahl. Okay, ah, okay. Du, da kostete so eine schöne Kanne 2 Mark. Gott, wir haben das Auto voll. Das war aber Wendezeit. Der hat sich darum und ich habe natürlich dann auch 10 Kännchen und 5 Zuckerdosen von ihm auch für den Markt. Ich hatte da auch noch mein, habe mir auch ein paar. Aber es war sein Ding mit dem Porz. Mich hat das nicht interessiert. Und sind die ganze Porzellanfabrik zu? Na, die, wo Kolditz, wo sie ja mit Topa gemacht hat. Na ja, wieso? Da bin ich 2-mal gewesen, du. Ich bin einmal schon nach der Wende, ja, da haben die mir so, dann, die waren, die Kolditz-Porzellan war abgewickelt. Ja. Und dann hieß es wieder Karl Schumann-Porzellan. Das waren 3 neue Besitzer. Mhm. Die haben vom Staat Sachsen 20 Millionen oder 2 Millionen, ich glaube, ich weiß sowas nicht mehr, gekriegt, um die Fabrik zu erhalten. Nun hatten die aber Metopa, die hatten ja, dieses Porzellan war ja eigentlich weiß vorher. Da waren, ich habe also zum Beispiel viel Geschirr, wo von den anderen, das habe ich ja auch eingesammelt, auch noch. Ich könnte eine Ausstellung nur von diesem Porzellan machen. Ja eben, ich meine ja, und da würde auch nur von jedem Metropa-Teil eins dabei stehen. Also so, das ist eine andere Nummer. Aber das war spannend. Da bin ich in die Fabrik und dann wurde die immer mehr. Und dann durfte ich in das Chefbüro und bei Florena auch. Florena war, die machten denn schon für Nivea die Cremes. Dann waren denn 3 Besitzer. Und dann bin Jürgen und ich vereinsmäßig, hatten wir den Vorteil, dass wir sogar gemeinnützig waren, wir hatten das alles, durften wir an ganz vielen Stellen rein, bevor Vandalismus oder so war. Das waren schon heiße Zeiten, ja. Aber da hatte ich meine Jungs, die ich kennengelernt hatte, die mir dann geholfen haben, die Studenten. Und wir hatten aber ganz Spaß gemacht. Weißt du? Ich hatte immer die schönsten Lagerräume mir gemietet. In der Linienstraße, Ecke Tucholsky, hatte ich Hochparterre für einen 100er, 3 Räume, ganz schön. Der hintere Teil war verfallen, da wohnten noch welche. Ja, da hatte ich denn so einen Lagerraum, auch wieder von der Liga für Völkerfreundschaften. Weißt du, ich hatte dann schon ganz bestimmte tolle Kontakte. Wohnungsbaugesellschaft Mitte musste ich denn diesen Lagerraum. Woher kennen wir so noch einen Altkader und ach Gott, ach Gott. Bei der Metropa waren auch ganz schlimme dazwischen. Da hat mir der Klaus Olivier, der ist auch schon tot, der war der machte Werbung für die Metropa und die Zeitung für die Metropa. Für die Mitarbeiter, das hieß das Tablett. Wo war die größte Metropa-Fabrik? Nee, in Berlin-Mitte, in der Universitätsstraße war die Zentrale. Ach so, die Zentrale. Ja, ich weiß wo, die unter den Bogen. Ja. Okay. Ja, aus diesen beiden Bögen, wo es noch dran steht, da habe ich aus dem einen Bogen habe ich 13.000 Suppentassen geholt. Mhm. Und mindestens, was weiß ich, Kännchen hatten alle keinen Deckel. Aber wo war die Fabrik? In Kolditz, in Sachsen, in Sachsen. In Sachsen. Ja, ja. Ein ganzes Dorf. Okay. Kolditz war auch, die hatten auf dem Berg einen riesen Knast, wo diese ganzen schlimmen Nazis eingesperrt wurden.
in Colditz. Es war so eine, wie so eine, das sieht heute noch ganz, also ich war da eh lange nicht mehr, aber in Colditz bin ich 2-3 Mal und auch als die Fabrik schon abgewickelt und nicht mehr existierte, verfallen. Ich bin ja da rumgelaufen, manchmal mit diesem Verfall. Es gibt ja ein paar Fotografen, die haben nur den Verfall überall fotografiert. Verfallene Krankenhäuser, Party. Ja, okay. Das wäre mir denn irgendwie, das hat mit mir ja auch nichts zu tun. Aber die Bilder sind schon gut. Dieses Verfallene halt. Wenn es noch schön fotografiert ist, weißt du, was ich meine. Der Inne steht auch immer auf dem Markt. Die sind nett, aber das ist mir, reizt mich nicht weiter. Meins sind ja, ist ja gebaut, wir haben ja Alltagskultur eingesammelt. Das beinahe Alltag eben. Ja, ja, und das war ja auch das Interessanteste, weißt du, oder? Ja. Okay, ich bin zufrieden. Was? Ja. Ja, und dann kann ich dir, wie gesagt, gebe ich dir die Hochstapler, ich gebe dir verliebt in eine Baracke mit. Was Jürgens Vater gemacht hat und geschnitten hat, der Anfang von den Hallen, der Umzug vom Tachel, das habe ich ja gestanden erst, wo ich richtig pleite war, ja. Ich musste da weg und bin dann in die Oberbaum City, wo der Osthafen ist, in das Nava Glühlampenwerk. Ja eben, da wo wohnst du genau? In Danneker. Ah, du wohnst in der Danneker. Nee, und meinen Freund, den ich behalten habe, stell dir mal vor, Laurent, der kannte meinen Laden auch noch, die Hallen glaube ich auch, das weiß ich nicht. Der ist aus Luxemburg gewesen, der kam dann nach Berlin, ist auch in der Webgestaltung tätig und so. Der kam auch öfter in meinen Laden und war mit meinem Carsten, einer von den drei Jungs, richtig Freunde geworden. Und hat dann sich überlegt, wo kauft er sich, der hatte wohl die Kohle, um sich eine Wohnung zu kaufen, kauft er sich eine Wohnung und hat in der warte mal, hier ist die Dannecker, wie heißen die davor? Schlauerstraße. Nee, die, Also Ehrenberg und die da in der Mitte, dann kommt die in der Mitte und dann die Dannecker. In der da. Da hat er sich eine Wohnung gekauft, im zweiten Stock. Von diesen neuen Dingern und hat es ziemlich gleich am Anfang und hat gesagt, die kosten hier in Berlin die Wohnung nur ein Drittel von dem, was sie in Luxemburg kosten, sag ich, naja, das war aber auch nicht unser Thema. Und er hat auch kein Auto, sondern ein Rad und ich habe in seiner Tiefgarage, wenn ich rückwärts ranfahre, habe ich da den Platz, dann mache ich eine Metalltür auf, da ist ein schöner Raum und da ist mein Flohmarkt drin. Und sein Rad. Ich gebe ihm Fuffi im Monat, das reicht ihm. Von Freunden nimmt er kein Geld, hat er gesagt. Ich sage, den Fuffi kannst du nehmen. Und wunderbar, ich brauche wirklich, das hilft mir sehr. Da ist mein Flohmarktzeug drin, wenn ich mein Auto auslade und so. Alles andere ist ja im Umland, wo ich auch heute war. Heute Morgen schon, ich musste was holen. Ja, du hast mir erklärt. Danke.